Im heutigen Video haben wir versucht, in die Ganggebiete einzubrechen und einfach so sinnlos probiert, Gangler zu entführen und in den Knast zu bringen. Naja, was heißt sinnlos? Das sind alles Schwerverbrecher. Checkt auf jeden Fall, ob ihr meinen Kanal schon abonniert habt, denn fast die Hälfte von euch verpasst aktuell fast jeden zweiten Tag einen heftigen, heftigen Lachanfall. Und falls ihr meine Videos feiert oder zumindest einmal gelacht habt, dann wäre das cool, wenn ihr dem Ganzen hier ein Like hinterlassen könntet. Und jetzt genug gelabert, viel Spaß mit Gefangen im RP. So. Bist du denn im Weißen? Ich habe einen pinken Rucksack. Ach ja, stimmt. Ah, da. Warte, der redet mit mir. Ach, scheiß auf den. Ach, das ist der Herzog. Na, du bist sehr gut laut. Das ist voll gut. Ich bin laut? Dich versteht man richtig gut. Oha. Oha. Ach so, ja, so. Nee, warte, du fährst. Ich fahr? Ja, ja, wenn du kannst. Kannst nicht, aber ich kann trotzdem. Erklär du mal, du bist hier FIB. Ja, also, ich hätte halt gesagt, ich lass dich erstmal machen, weil mich erkennen die sofort und dich halt erst später. Deswegen... Okay. Fahr ich einfach mit, ja, und dann interveniere ich im richtigen Moment. Ich komme dann einfach so dazu, okay. So von der Seite. Ja, also, wir müssen ja schauen, wir können ja nicht direkt ausrasten, deswegen. Mhm. Jetzt so direkt einfach mal so ein Auto so zur Seite fahren, so, weil es... Oh. Oh. Ja. Oh. Pass mal auf, wie ihr fährt, ihr Schleimbeute. Na super. Ehrlich gesagt, weiß ich immer nicht, was ich machen soll, wenn ich auf Grand bin. Ich fahre immer einfach rum und dann passiert immer irgendwas. Ja, das ist bei mir genauso. Ich fahre halt meistens auch durch die Hoods einmal durch. Das ist immer sehr, sehr spaßig. Die fühlen sich richtig getriggert direkt. Gut, du hast mich auf eine Idee gebracht. Mhm. Die Grünen direkt, die Grünen hier. Bei der Grove oder was? Ja, hier, oh. Hier rechts. Ich trau mich nicht. Oh, komm, gib den Ruck. Ah. Passiert nichts. Die sind eh nicht da, guck. Alles leer. Was ist denn hier los? Was ist das für eine leere Hut hier? Die sind nicht da. Oh, oh. Hey, hallo. Hallo? Jo, kann man euch irgendwie helfen? Ja, geh einfach weg. Das ist meine Hut jetzt. Nee, Jungs. Ja. Spaß, okay, chill. Pack mal die Waffe weg. Chill. Hallo? Die hallo? Da? Hallo? Fahr weg. Hallo, wieso bedrängen sie uns? Fahr weg. Hallo? Fahr weg. Oh, weg. Oh, scheiße. Fahr. Oh, nein, was machst du? Oh Gott. Nein. Fahr weg. Oh, die blocken, die wollen blocken. Ich kann nicht. Gib Gas. Der hat einen Flammenwerfer. Was für Flammenwerfer, hä? Du möchtest auch auf Grand RP spielen? Klicke hierzu ganz einfach den Link in der Videobeschreibung an, wähle dann auf deren Homepage die Sprache Deutsch aus und dann kannst du über den Button hier mitten im Bildschirm dich ganz einfach registrieren oder du scrollst ein kleines bisschen runter und klickst dann hier unten auf Herunterladen. Damit lädst du dann den Grand RP Launcher herunter, dann wählst du einfach einen der mittlerweile schon 3 Server in Deutschland aus, klickst dann nur noch auf Spielen und zack, bumm, Junge, du kannst mitmachen. Hauen Sie bitte ab, ja? Und ziehen Sie sich was an. Hallo? Was ist Ihr Problem? Was wollen Sie? Nein, was anziehen, nicht aus... Oh Gott, der muss eliminiert werden. Kommen Sie zurück! Ey! Ey, Polizeigewalt! Ey! Herr Jovic. Hallo, die Dame! Wo brennt jetzt der Schuh? Nee, eine Person mit schwarzer Hose nach oben. Und dann die Leute einfach... Hallo, Herr Medic, können Sie kurz... Kurz, leise sein, warten, ich rede gerade. Das so. Hast du hier nicht zum Welten, Junge. Ich glaube, geht noch. Hallo, alles, oder? Seht ihr nicht meine Marke? Ja, was für eine Marke? Glaubst du, bist du jetzt der Kapo hier oder was? Was denkst du, wer du bist? Mit deinem Zopf aus wie Spaghetti Bolognese. So, will jetzt einer vom FIB hier Hausverbot haben, oder ja, was? Ja, das ist ganz klar ein Fall von Beamtenbeleidigung. Sie nehmen wir mit. Wie bitte? Ich glaube, wir haben den richtigen erwischt. Ja. Beamtenbeleidigung. Ach, Sie sind der Falsche, Entschuldigung. Wo ist der hin? Wo ist der? Ich merke mir. Wo ist der? Wo bist du? Wo? Das war der Falsche, wir brauchen den anderen. Das war der Falsche. Wo ist der? Ich hab den Falschen mitgenommen. Oh nein, Mann, lass sie da rein. Der kleine Pisser, du. Kleiner ach, Pisser. Wer sagt dir kleiner Pisser? Ah, das ist ganz klar, ja, Beamtenbeleidigung, sie nehmen wir mit. Ihr werdet schon noch sehen, was ihr davon habt. Ja, red du nur. Genau, was? Dann schießt er noch, Alter. Das ist eine Schaufensterpuppe, schrei nicht. Dann schießt er noch. Ja, ich würde Sie bitten, den Mund zu halten, ja. Ja, ich mach gar nichts, was ihr sagt. Herr Kollege Abdi, können Sie dir mal die Rechte vorlesen, bitte? Weißt du nicht mal, Digga. Alles, was Sie sagen, wird vor Gericht gegen Sie ausgesagt werden, genau. Jetzt lachst du noch, warte noch ab. Ja, ich habe eine bessere Idee, mal. Was wir mit dem machen. Warum sagen immer alle, ihr werdet sehen, aber warum sagst du nicht einfach, was denn passieren wird? Du wirst schon sehen. Ja, guck. Sag doch einfach. Sehen. Ja, sag doch. Hören Sie mal zu, Herr Medic, ja? Normalerweise sind wir zu so frechen Leuten nicht so nett, ja? Leider ist gerade ein Globaler und wir müssen schnell weg, sonst hätten wir sie eingeknastet, ja? Sie können froh sein. Ich sag nur Ah. Können Sie aufhören, Nicknacks zu essen? Ich esse dann, wenn ich Bock habe. Ich glaube, das sind Sonnenblumenkerne. Mal ein paar letzte Worte. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Der andere, der war auch ziemlich frech, oder? Welcher andere? Der andere Medic. Oder was? Geh einfach mal rein und mach noch mal ein bisschen Stress und der erste, der darauf anspringt, den holen wir mit. Okay, free content. Hallo?
Hallo? Hallo. Wir sind vom FIB. Ja. Wer sind Sie? Jetzt sagen Sie mir erstmal, wo mein Kollege so, ist. So, wir sind etwas zu nah gekommen. So, tut mir leid. So. Ey, was soll das machen? So. Lassen Sie den MDler in Ruhe. Das ist Stefan, wir brauchen dich am Haupteingang. Oh, Sie wollten auch mit. Das hätten Sie doch direkt sagen können, hä? Der Kollege, der wollte auch. Der hat gerade den Stefan gerufen. Würden Sie vielleicht aufhören, einen Bug zu benutzen? Hören Sie auf mit der Scheiße, sonst... jetzt hören Sie auf. Hallo, hallo, Digga, was ist ein Bug? Was ist ein Bug? Was geht denn hier ab? Der benutzt einen Bug, der geht immer weg, guck ihn dir an. Ja, der? Der hier, der da, guck ihn dir an. Der macht Bug-Using. Ja. Der bewegt sich, damit er nicht eingeknastet wird. Egal, wir haben hier, guck mal. Ja, ja. Nun, Herr Kollege, Sie waren leider auch ein bisschen zu vorlaut heute im MD. Haben Sie verstanden? Sie waren zu vorlaut. Wir hören Sie übrigens nicht, falls Sie reden. Nee, der will nicht reden, der will einfach nicht. Die haben die Anweisung von ganz oben, wenn die mich hören, dann dürfen die nicht mehr reden. Dann müssen die den Mund halten, verstehst du? Das sagen die denen ganz oben im D-Funk. Oh mein Gott, Digga. Ja, ja, so weit ist es schon gekommen. Wenn ihr den hört, nichts mehr sagen, nichts mehr reden. Einfach nichts machen, weg von der Tastatur. Hast du keine Eier oder was zu reden? Hat er nicht. Nun, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder geht der Herr jetzt schwimmen, also entweder schwimmen oder Amigas. Also die Gaslage ist ja aktuell eh ganz schwierig in Deutschland. Vielleicht braucht der Herr ein bisschen Gas. Was für Amigas? Ja, hier Amigas. Oh, hohoho. Die Gaslage ist ja sehr schwer. Ich glaube, wir tun dem Herrn was Gutes, damit er die Wohnung auch heizen kann. Kommen Sie bitte einmal raus. Also, ich stehe auf gut gebräunt und knackig, der Brutzler. Ah. Ist gut, ne? Was denn? Ey, du Banane. Ja? Bist du von der Vagus? Ja. Kannst du mal die Hände hochmachen? Warum? Einfach so. Und dann komm, mach meine Hände nicht hoch. Mach die Hände hoch. Hände hoch! Hände hoch! Ist das Fail-App? Was? Hat er das gerade gemacht? Ja, heute ist ein bisschen schwer, ne? Die Leute, die verweigern einfach alles. Die verweigern das Sprechen, die verweigern die Interaktion, die loggen sich aus. Oh, ich wusste nicht, dass das geht. Damals sind die da durchgefahren. Ich glaube, das haben die gefixt. Der ist aus dem Auto gefallen. Der war nicht angeschnallt, der Arme. Warum machen die Highway zu? Machen wir nicht. Fahren Sie bitte jetzt damit sofort weiter. Damit die Mexikaner nicht über die Grenze... Aber ich bin gerade dagegen gefahren. Tut uns leid. Hauen Sie ab. Warum? Ich will nicht abhauen. Okay, dann hau ich ab. Ey, komm, steig ein. Agent Abdi, Agent Abdi, oh. Ey, Agent Abdi, Agent Abdi, oh, da ist die Cringe-RP-Gang. Oh nein, Cringe-RP, Cringe, ihr seid absolut cringe. Unangenehm, Leute, unangenehm. Bah, unangenehm, Leute, hallo. Leute, das ist mega unangenehm. Digga, was? Hä? Unangenehm, Digga, was? Glauben Sie, dass es genau so passiert ist? Unangenehm, Digga. Scheiße, Bruder. Oh. Abfahrt, Jungs. Scheiße. Oh. Uiuiuiuiuiui. Haben wir alle Spaß? Haben wir Spaß? Hey, wie geht's? Haben wir Spaß? Hallo, tschüss. Egal, machen wir die Spaßaktion hier nochmal. Das nächste Mal direkt einsteigen und hier wegfahren. Nimm du die rechte Spur, ja? Ich mach die linke. Ach man, Berko, Junge. Digga. Oh, du lebst ja wieder. Oh, zum Glück. Komm, steig mal ein. Ist nicht gut hier. Bitte? Ich habe keine Rap-Kids. Ja, wir auch nicht. Immer wenn die Reifen geplatzt bekommen, steigen die aus und laufen her und beschweren sich. Die zwei auch. Wie können wir euch helfen? Du bist ein richtiger Wichser, Mann. Ja. Mit deinem scheiß Nagelband, Alter. Ja. Also wir sind FIB, ne? Das macht ein PD, nicht FIB. Oh. Ja, dein Kollege wurde gerade wegeliminiert. Drücken Sie mal den 10. Finger, man sieht's hier nicht. Ja, das passiert hier öfter. So. Gibt's hier irgendwie... Übernehm den. Na, du doch nicht. Gibt's hier irgendwie schwierige Fälle oder so? Nee, warum? Wollen Sie den übernehmen, oder? Ja, mach ich gerne. Ja, machen Sie das. So, dann folgen Sie mir mal. Was? Ja, in grün. Einmal mir folgen, bitte. Okay, warum? Warum ich? Ja, dann müssen Sie doch am besten wissen, was Sie angestellt haben. Was habe ich angestellt? So, einmal hinten an die Wand. Ich habe doch gar nichts gemacht. Hören Sie mal zu. Sehe ich aus wie ein Schwerverbrecher? Echt jetzt? Ist das Ihr Ernst? Ist es Ihr Ernst? Ich bin selber ein Agent. Entfesseln Sie mich mal kurz, bitte. Die Hood-Leute regen sich halt immer auf. Wenn du so einen normalen Zivi fährst. Aber das ist echt gefährlich da. Das ist richtig gefährlich, ja, aber du musst es schaffen, die zu entführen. Lass mal gucken, lass mal schauen, ob wir einen am Straßenrand abfangen können. Wir sind halt sofort auf 180. Pass auf, ich habe das schon mal gemacht. Ich kenne mich da wirklich sehr gut dran aus. Wir kidnappen jetzt einen, okay? Was? Kidnapping. Okay. Hintereingang, verstehe. Ja. Ich habe da schon ein bisschen... Ey, ich muss immer bei solchen Situationen pissen. Da steht schon einer, siehst du denn? Da, der rennt weg. Komm, den holen wir uns. Nur einen. Ich hab den gefesselt. Hallo, sind Sie ansprechbar? Hallo? Guter Mann, sind Sie ansprechbar?
Wir brauchen noch einen. Der ist nicht ansprechbar. Wir brauchen noch einen, okay, wir brauchen. Der steht doch da. Ich hab deinen gefesselt noch. Ja, der steht doch da. Na, schnell. Digga, mach mal ab hier, hallo. Oh, oh. Hallo. Ich hab Turf. Ich kann leider nicht mitmachen. Was haben Sie? Ich hab Turf. Was ist das? Gebiete. Ich kann's jemand anderem mitnehmen. Mach schnell, fahr weg! Oh mein Gott! Fahr schnell! Bitte schieb dir nicht mit deinem Content gerade, Digga. Der ist zu nett, der ist zu nett, der Typ. Der, oh Mann, ich hab ein Herz, ja. Wer bist du, der hier, ne? Mann, Leute, ihr seid zu nett, was soll denn das? Jetzt müssen wir wieder zurück und jemand anderen kidnappen. Danke euch, Jungs, ciao, ciao. Tschö, Mann. Ja, wie selbstverständlich, ja, so fragt's aber auch. Oh, Jungs, ja, ihr wollt mich gerade auseinandernehmen, aber bitte lass mich zum Tipp. Ja, ich fühl das halt, deswegen, ich bin ja nicht so ein komplettes Arschloch. Ich nehme halt nur die mit, die dann direkt so... Oh, wer sind die blown? Crabs. Crabs. Oh, 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 warte, hier... Hier müssen wir ein bisschen geplant haben. Da müssen wir auch irgendwie. Da vorne ist ja eigentlich Stanis Performance. Nein, bitte nicht hier. Warte hier. Guck mal, siehst du den da hinten? Dann gehen wir hin, den holen wir. Wir kommen rein. Wenn wir da rüber gehen, kommen wir nicht mehr rüber. Wenn wir hier rüber gehen, kommen wir nicht mehr rüber. Ja, übers Dach. Warte, komm, wir klettern übers Dach. Einfach voll sneaky. Oh, an allen vorbei. Einfach an allen vorbeigerannt. Ey, wo ist der? Der ist doch hier reingerannt. Ey, Bro, diese scheiß Alte vom SG hat mir meine ganzen Waffen genommen. Oh, das ist schlecht. Ich habe auch nur noch eine. Ja, komm, dann ziehen wir uns einen hier raus. Ja, dann ziehen wir hier einen raus. Da müssen wir rüber, ne? Da ist unser Auto. Ja, aber du musst über das blaue Auto, was da auf der Seite liegt, musst du auf das Dach. Okay, ich renne da jetzt rein, ja? Ich hol ihn. Okay. Einfach professionelles Kidnapping, hä? Hallo, der Herr, sind Sie ansprechbar? Ich glaube, der ist nicht ansprechbar. Wir haben schon wieder so eine Niete gezogen. Och, nee, hallo. Wollen wir einfach nochmal? Oh, warum ziehen wir denn immer so komische Typen raus? Ich glaube, wir sollten kein Lotto spielen. Ja, nee, da oben kommt einer runtergerannt gerade. Guck mal da vorne. Der ist in seinem Garten. Oh, wir müssen da hoch in den Garten klettern. Ich kletter jetzt einfach bis ganz nach oben. Oh. Hallo, sind Sie ansprechbar? Hallo? Warum fesseln Sie mich? Wir haben den richtigen, jetzt schnell weg hier. Ich gleich Turf. Och nee, nicht schon wieder so einer, ich hab Turf. Nein, nicht schon wieder so einer mit Turf. Nein. Den nehmen wir mit. Nein. Diesmal nehmen wir ihn mit. Oh nein, er macht's wirklich. Scheiße. Jetzt bist du aber selber schuld. Nein. Du hattest eine Chance. Ja, aber es war... Jungs, er turft doch gegen mich, hä? Ja, ihr hattet eine Chance, ihr beide. Habt ihr euch vermasselt. Wir haben doch turf, das checkt es bloß nicht. Beide ja. Turf, hallo. Ja, das wäre doch ein Vorteil für dich. Mara, das wäre doch... Ja, Bruder, lass ihn doch gehen, Digga. Wir haben doch Turf. Du machst es bei anderen. Wir fahren wieder, ja. Wir haben eure Leute zurückgebracht. Hallo, ne? Entfessel mich doch, ja. Schön, ne? Warum sind jetzt hier so viele? Ach, wissen Sie was? Wir nehmen den hier mit. Ey, na, hört auf. Ey, ich bin von FIB, hallo. Was macht ihr da? Ich bin von FIB. Nein, sind Sie nicht. Ich zeig Ihnen mein ID. Sind Sie nicht. Nein, sind Sie nicht. Ich bin von FIB. Ich kann Ihnen meinen Ausweis zeigen. Ich kann Ihnen meinen scheiß Ausweis zeigen. Ich bin von FIB. Bitte Hilfe. Ey, der Mann, ich kann einfach nicht geredet. Ey, warte mal. Ujo, ich kenne da nicht zum Urlaub. Bist du nicht Brokkoli? Brokkoli. Ich bin vom FIB! Schrei nicht! Schrei nicht, du kleiner Kolb! Wer bist du, was du mir sagst? Schrei nicht, du Kolb! Geht das? Nein, das geht nicht. Nein! Oh, da ist wieder ein globaler Einsatz. Warte mal. Ah, hier ist ja doch ein Polizeieinsatz. Hallo, was machen Sie? Servus, Kollegen, was ist los hier? Warum gibt's hier ein Dispatch? Das war so klar, dass Sie durchs Gebüsch gefahren sind, ey. Ja, also da oben auf dem Anwesen haben wir eine Droge gefunden. Und, eine Droge? Welche Droge? Cannabis. Das ist ja fast so wie in Bayern. Einmal Cannabis gefunden, direkt 200 Leute rufen, ja? Jungs, hört mal kurz zu, bitte. Jungs, wir haben da eine ganz, ganz schlimme Droge gefunden, ja? Cannabis. Oh je. Gehen wir da rein, stürmen wir jetzt, wegen Cannabis, ja? Das ist Dienerhaus. Genau. Wo ist es? Na los, Jungs, nehmt sie alle fest, bringt sie zur Strecke. Wir bringen sie jetzt alle zur Strecke wegen ihrem Cannabiskonsum. So, das Anwesen ist das. Bleiben Sie mal stehen. Raid, Cannabis. Wer von euch hat Cannabis? Hallo, Cannabis, stopp. Sie haben Cannabis konsumiert. Wir nehmen sie jetzt alle. Hallo. Sie entkommen uns nicht auf diesem Wege. Vertrauen Sie uns. Wunderbar. Was macht der Versuch? Oh. Beschuss. Cannabis und Waffen. Genau, die Drecksau mit ihm. Moment. Ist das alles, was Sie an Cannabis hatten? Ah.
haben wir wirklich ein Anwesen mit 20 Mann gestürmt, 5 Personen umgeschossen, wegen einer Cannabispflanze. Ja, scheißegal. Hauptsache, wir haben die Drogen jetzt. So muss das sein. Irgendwann später. Es hat irgendwie voll Spaß gemacht, voll, wo wir so eingebrochen sind und Barbie und den führt haben. Ja, ich würde halt nochmal welche gern mitnehmen, aber... Immer Nieten. Immer so Leute, die da braindead rumstehen und Stunden farmen. Wir probieren es nochmal, wir dürfen nicht aufgeben. Lass mal nochmal zu den Ballers gehen. Niemals aufgeben, ja? Never give up. Von der Hintertür, no. Der funkt! Verdammt. Hol das Auto! Oh! 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 Fuck! Wir sind so tot, Digga. Oh nein! Was habe ich da getan? Ich habe den Bienenstock gepiekst. 20 Minuten später. Ich warte auf dich. Wir machen das nochmal. Wir gehen da nochmal hin. Wir versuchen weiterhin einzufesseln, ja? Zu entführen. War gerade echt an, wie die da alle gekommen sind. Es war sehr unlucky, dass wir den zu lange haben warten lassen. Dann hat er gefunkt und dann kamen die alle. Eine Minute, 37 Sekunden später. Fahr nochmal an dieselbe Stelle, aber diesmal außenrum. Vom Schrottplatz hinten entlang? Ja, ja, genau. Und dann gucken wir nochmal, ob das funktioniert. Du bleibst aber im Auto, ja? Ich hol den schnell, setz ihn rein, steig ein und wir fahren direkt weiter. Okay. Bleib im Auto, lass den Motor laufen, okay? Der ist auch in meiner Familie, der hat meinen Namen gelesen. Warte mal, den müssen wir loswerden. Der hört sonst nicht auf. Magst du mitfahren? Finn, steig ein. Wir nehmen dich mit. Ja, komm rein hier. Aber nicht von der Brücke werfen. Nein, ich mach das hier. Ey, meine Waffen sind wieder verschwunden. Der campt auf dem Dach. Hat er uns gesehen? Genau, wo du hin willst. Der campt da schon. Hat er uns gesehen? Nee, ich glaube nicht. Aber der steht da halt, glaube ich, oder? Ist der was? Ich renne jetzt einfach los, ja. Okay, pass auf. Oh, oh. Oh Gott, nein. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott. Oh. Okay. Ich bin weg. Der läuft auch schon weit weg, Junge. Oh fuck. Oh Gott, ich bin so tot. Oh Gott, ich bin so gottlos tot. Ist das gottlos, Digga? Scheiße, der kommt noch weg, ich nicht. Was ein Drecksau. Der kommt da noch weg? Digga, ich komm hier nicht weg, ich bin im One-Shot. Oh, scheiße. Ich muss schwimmen. Die warten da jetzt sogar auf dem Dach, hä? Das ist ja mega scheiße. Wie sollen wir die denn jetzt noch kidnappen? Da kommen wir niemals wieder dran. Nee. Wir entführen den noch. Wir entführen heute noch einen. Warte ab. Später. Boah, guck dir die mal an. In alle Richtungen, Junge. Oh mein Gott. Guck dir das mal an. Bah. Stell dir vor, wir kidnappen den vom Dach einfach. Steig du einen, mach den Motor an. Lass Motor an, ja? Lass Motor laufen. Oh, die haben mich gesehen, die haben mich fast gesehen, Junge. Warte, ich kann nicht, da sind zu viele. Vielleicht nicht von hier, sondern lass geradeaus ein bisschen, dann kannst du zwischen den Häusern. Die Frau will ich holen, Junge. Ich glaube jetzt, ich probiere jetzt, ja. Wo soll ich hinfahren? Ich will nicht einsteigen. Fahr weg, Knast. SG. Wir werden sie alle bestrafen, ja, das habt ihr davon. Nö, der redet nicht, der ist jetzt stumm. Ey, da ist ein Einsatz gerade, da ist gerade ein globaler. Hier direkt bei einem Geschäft. Wollen wir hin? Ja, aber da müssen wir den kurz loswerden. Das hat sich erledigt mit dem. War klar. Hat sich ausgelockt und landet jetzt im Knast. Okay, perfekt. Dann hat sich das alles einfach nur verschnellert. Super. Weiter zum globalen Oh mein Gott, nein. Oh Mann. Wo sind die denn alle im Laden drin oder was? Soll ich Ihnen mal zeigen, wie man diese Sachen heutzutage löst? Das ist ganz einfach. Ich zeig's Ihnen, ja? Passen Sie auf. Ja. Viel Spaß noch beim Ladenraub, ja? Was hat der gemacht, Alter? Junge, das kannst du nicht. Guck mal, wie es da steht. Are you serious, right now? Das ist fachmännisch geregelt. Lass den Doofi alleine stehen. Also, Doofi? Ja. Haben Sie mich Doofi genannt? Also, ziehen wir ab. Haben Sie mich Doofi genannt? Kulpe, ziehen wir ab. Ah, ich verstehe. Die Ignoriertaktik. In Ordnung. Sie nehmen mir sofort die Handfesseln ab. So, kommt das jetzt nochmal vor, geht's an anderen Stellen. Die Handschellen abnehmen. Herr Bayers, so, was soll das? Herr Bayers Update. Nein, nicht Herr Bayers, Herr Bayers. Achso, Herr Bayers. Eigentlich mein bester Freund gewesen, aber der ist halt irgendwie komisch. Herr Bayers. Warum nennen Sie mich Doofi, Herr Bayers? Ah ja,
Okay. Achso, der hat dich beleidigt auch noch. Das ist die Ignoriertaktik. Das ist die Wir geben ihm keinen Content und werden ihn ignorieren Taktik. Naja, der macht konsequent ignorieren. Aber das hindert mich nicht daran, sie einzuknasten, Herr Byers. Irgendwann ist es für jeden an der Zeit. Der explodiert jetzt. Der läuft schon ganz rot an vor seinem Monitor. Byers! Oh nein, das sind auch FL-Bieder. Ja, woher wissen die denn, dass wir hier sie in Gewahrsam haben? Hm? Kommt das etwa aus dem D-Funk? Nur damit hier niemand verletzt wird. Das wäre ja schrecklich. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder werden mir die Handfesseln abgenommen oder ich werde andere Wege einleiten. Jetzt. Was für Wege denn? Jetzt. Jetzt. Zwei Möglichkeiten. Was ist die andere Möglichkeit? Die Handfesseln ab. Sofort. Sie haben doch gar keine mehr an. Ich habe sie doch gerade losgemacht. Sofort. Was für Handfesseln? Die lassen mich jetzt los und nehmen die Handfesseln sofort ab. Oh. Sofort. Oh. 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 Ich sagte sofort. Das ist die Rettung von Herr Byers. Herr Byers, was soll das? Warum rufen Sie Leute über den D-Funk, Herr Byers? Was soll denn der Müll? Jetzt könnt ihr da stehen, die drei Doofis von der Tankstelle. So, tschüss. Hey, der ruft dir ja wirklich über den D-Funk. Fahr mal ein bisschen auf. Was machen wir jetzt mit Byers? Sofort raus. Muss dich auch anschnallen, ne? Sollen wir sie freilassen, Herr Byers? Der hat, glaube ich, einfach Sprachprobleme. Der Arme, unterbezahlt. Oh Gott, oh Gott. Hey, Herr Byers. Oh Gott, oh Gott. Alter, ich repariere mal das Fahrzeug. Da, ach komm, der ruft dir ja wieder über den D-Funk. Komm, steig ein. Komm, bringt nichts. Machen Sie da Metagaming, hä? Herr Byers, das geht so nicht. Sagen Sie mal, was soll denn das? Chef, ich bin da, um Sie zu retten. Ihr könnt mir die Beförderung. Oh Gott, Junge. Ich befördere Sie, wenn Sie jetzt gehen. Wo willst du denn hin, mein Freund? Ach, Leute, Mann. Es reicht. Es genügt. Es reicht. Herr Byers, du fremd, ein Stück sofort raus. Sofort. Wie viele rufen Sie denn noch über den D-Funk? Herr Byers. Herr Byers. Der Motor wurde ferngesteuert, abgeschalten. Das heißt Z-Spam. Hallo Leute, was ist denn das für ein Müll hier? Ja, wo ist er denn? Da, nimm mal Handschuhe ab, Ja, ich probiere Sekunde. Handschuhe. An das Auto rein. Du Stück Scheiße, Alter. Rein in das Auto. Oh. Ey, ist das, wer ist was? Das? Ist das Alter, ihr Mann. Ernst? Ist das ihr Ey, Ernst? So ein Stück was ist das ihr Ernst? Abgeschlossen? Freudig, Alter, meine was für eine Ausbildung haben Sie denn abgeschlossen? Sie kommen über einen D-Funk? Das ist ein Stück Scheiße, wirklich, ey. Das ist so. Lass ein mich Stück los! Scheiße. Was bin ich? Du kriegst ein paar vom Platz, mein Freund. Ja, du kriegst ein paar vom Platz. Nee. Mach mich los, mein Freund. Da kriegst du ein paar vom Platz. So einer nicht gekündigt wird, ey. Du willst doch mal eine Herausforderung. Komm. Warum ist die Frau so Herausforderung? Warten Sie, kommen Sie mal hier ran auf den Meter. Ja, kommen Sie mal, hey, ran hier auf den Meter. Ich wurde für meine Investition belohnt. Ja, aber wir müssen jetzt tatsächlich wieder weg hier. Wo ist der Herr Byers? Ja, nee. Wo ist der Herr Byers? Wo ist der Chefin, den ihr retten wollt? Ich kann mich jetzt gerne mal freilassen. Ihr Herr seid alles Metagamer. Hä, was wollt ihr eigentlich? Ja. Wie habt ihr herausgefunden, dass der Herr Byers hier ist? Woher wisst ihr das? Vielleicht wisst ihr das? Haben wir so einen kleinen T-Funk. T-Funk? Der Textchat. Ja. Der Textchat. Der Teamspeak. Ja, wie kann er das denn machen, wenn er gefesselt ist? Das funktioniert so nicht. Der richtige Witzbolder wirklich. Komm, schmeiß mich raus. Ja, dann brauche ich sie nicht mehr tragen. Abonniere sofort diesen Channel, um keine weiteren Videos in Zukunft mehr zu verpassen.